Hallo, mein Name ist Anastasia, ich bin 18 Jahre alt und ich bin aus den USA. Ich wollte euch ein bisschen erzählen über eine Angst, die ich hatte für eine sehr lange Zeit und immer noch ein bisschen habe, aber lerne mehr und mehr es wegzukriegen. Die Angst heißt Veränderung. Ich bin ein Mensch, das eigentlich mag, wenn sie weiß, was passieren wird. Sie weiß, wie Sachen sein werden und wie es kommen wird. Einfach alles unter Kontrolle, ganz schön. Und ich bin jetzt in der ESM. Und das ist eine Änderung, die ich nie gesehen habe in meinem Leben. Ich habe gedacht, ja, ich will weg von meiner Familie, ich will weg von Amerika für ein bisschen. Ich bin weg von, was die Gesellschaft mir sagt. Nun bin ich zur ESM gekommen und habe gedacht, ja, das ist eine sehr krasse Änderung. Habe ich nie gedacht, würde passieren. Und da, ich glaube, war das erste Mal, dass ich echt gemerkt habe, dass Gott in meinem Leben wirkt. Weil es ist nicht eine Änderung, was ich wollte. Aber es hat mich auch glücklich gemacht. Und ich habe auch gelernt, dass Änderung nicht schlimm ist. Und dass ich nicht Angst haben muss von es. Weil es eigentlich was Gutes ist. Also Gott erwartet, dass wir uns ändern. Er erwartet, dass wir uns besser kennenlernen, weil der einzige Weg, dass wir ihn besser kennenlernen, ist, dass wir uns besser kennenlernen, weil er ist in uns. Und wenn wir uns besser kennenlernen, dann können wir auch mit anderen Menschen besser sprechen und besser Gottes Liebe zeigen und besser Gott zeigen, weil je mehr, dass wir uns werden, werden wir mehr wie ihn. Und da habe ich ein bisschen einfach gelernt, dass Änderung nicht schlimm ist und dass ich es annehmen muss und kann, weil Gott dabei ist und Gott mir immer noch was Neues beibringen will.